Hallo? Haben wir sie etwa verschreckt? Tja. Ich regel das. Nein, hab ich bitte nicht. Hallo! Wir, die ganze Gruppe, ist aus New York. Und sorry, dass wir sie erschreckt haben, aber niemand hat die Tür aufgemacht. Deswegen sind wir da reingekommen. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich bin Piper, das ist euer Zuhause für die nächsten 3 Tage. Hey, halt, nicht so schnell, ja? Was? Wollt ihr jetzt Nein sagen? Ihr setzt 4 hilflose Kinder einfach auf die Straße? Piper, das haben wir doch jetzt gar nicht gesagt. Hören Sie, also wir wollen ja nicht unhöflich sein. Doch wir hatten ausgemacht, dass nur ein Bewohner des Hauses, nämlich Piper Hart, anwesend sein darf, während wir hier wohnen. Ja, genau. Mein Mann und ich können ins Hotel gehen. Doch es wäre mir lieber, wenn jemand, der etwas älter ist, so wie unser Sohn, hier bei Piper und euch bleiben würde. Okay, ja, ich verstehe, aber sorry, nein, das geht auf keinen Fall. Wir müssen hier arbeiten. Hey, was ist los? Wow! Der bringt. Und das ist Ihr Sohn? Mhm. Ja? Gut, wir haben es uns überlegt. Ja, wir sind einverstanden. Ihr Sohn kann hier bleiben. Es ist besser, wenn er da ist. Man weiß ja nie so genau, was passiert. Letzten Monat nicht jemand ein Game vorgeschlagen? Trip! Hey, wir sind doch hier, um zu arbeiten, okay? Ich meine, seht ihr Kenzie und mich? Kenzie, was machst du da bitte? Ich guck, was Henry so mit sich schleppt. Also eins muss ich sagen, du bist ein schlechtes Beispiel für die beiden albernen Kumpel hier. Würdest du bitte mal... Das ist Henrys Lippenbalsam. Los, bring ihn sofort her. Probieren wir ihn aus? Sag mal, spinnst du? Klar, probieren wir ihn aus. Hey, lass noch was davon übrig. Ja, ja, ist okay. Ach, der ist doch wie sich gut, das oder? Anfühlt, so, jetzt der ist mal echt wieder. Klasse. Da bin ich wieder. Oh Mann, los, nimm den Rucksack. Beeil dich. Ich brauch noch muss jetzt noch den Stift wegpacken. Jetzt beeil dich doch mal ein bisschen. Weg damit. Oh, hi, hallo. Hey, da bist du ja wieder, Henry. Hi, du bist ja wieder da. Du warst ja sehr lange weg. Hey, wir haben uns große Sorgen um dich gemacht. Ja, ich war lange weg. 15 Minuten. 15 Minuten sind lang. Ja, Baby. Ja? Hey, Leute, habt ihr Lust auf chinesisches Essen? Yeah! Gute Idee, ja. Gefällt mir. Habt ihr Mädchen nicht gesagt, dass wir uns aufs Arbeiten konzentrieren sollen? Frage, Leute. Können wir nicht chinesisch essen und uns gleichzeitig ein Game einfallen lassen? Na klar. Ja, natürlich geht das. Wieso denn ein Game? Ja, wir machen Videospiele. Wir haben eine eigene Firma. Game Shakers. Unsere Firma ist echt erfolgreich. Game Shakers? Ist von den Game Shakers auch das Spiel Skyway? Ja, das ist von uns. Hey, nicht im Ernst. Okay. Wisst ihr, ich liebe dieses Spiel. Wann ist... ist nur mein Boss. Sein Boss? Er hat also einen Job. Ein arbeitender Mann. Hey, kannst du mal deinen dämlichen Freund zur Vernunft bringen? Ich bin jetzt dein Vater. Ich bin nicht dämlich. Hier ist eine Fata Morgana, okay? Bam, Wortspiel. Du hast verloren. Was habt ihr für ein Problem? Jasper will jetzt auf einmal Vaterschaftsurlaub. Ich habe einen Sohn. Er heißt Barfield und ich habe ihn im Gebüsch gefunden. Das Gesetz steht auf meiner Seite. Hör mal. Ich habe schriftlich, wenn man ein Kind bekommen hat, dann steht dem Erziehungsberechtigten ein 3-monatiger Urlaub zu. Damit ist es ihm dann auf jeden Fall möglich, sich 100%ig um das Kind zu kümmern. Du bist kein Vater! Wenn er bis morgen Abend nicht abgeholt wird, dann bin ich einer, kapiert? Und laut Gesetz kriege ich dann Vaterschaftsurlaub. Nein! Hey, was soll das? Gib mir sofort den Zettel wieder! Das ist meiner! Oh, ich glaube, du bist zu klein für ein Väterchen!